Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Sea of Stars. Ja, wir schauen uns heute die letzten verpassten Dinge an, beziehungsweise was ich noch off-cam machen werde. Und werde das so ein bisschen mit euch andeuten und wir schauen uns alles mal an. Also, was wir verpasst haben, ist noch hier in dem Spa. Da gibt es noch einen Erfolg, beziehungsweise wenn man Gal natürlich wiederbelebt hat, kann man hier auch nochmal 250 Gold zahlen, kann Gal hier auch mal baden schicken, da wird der auch noch ein bisschen besser. Ja, auch klar, nochmal, wenn man drüber nachdenkt, ich denke, da wäre man auch nochmal dran vorbeigerannt und hätte das gemacht. So, bla bla, das sollte jetzt noch einen Erfolg Ishtag geben. Glaube ich. Dann können wir gucken. Ah, hier, die maximale LP erhöht sich noch, genau. Dann wird hier Ishtag freigeschaltet. Das kann man halt verpassen. Benutze den Spa in Myrt mit 6 Personen oder 6 verschiedenen Personen. Das heißt, wir können hier eigentlich fast abspeichern, hätte ich gesagt. Wir müssen noch eins machen. Und zwar zu einem Lager nochmal. Ich würde gern gucken, ob ich jetzt vielleicht das letzte Rezept kochen kann. Ich habe mir noch Items offcam besorgt. Ich hoffe, dass ich jetzt die richtigen habe. Ansonsten mache ich das mal offcam. Dann ist es egal. Es könnte sein, dass ich noch ein Rezept oder irgendwas verpasst habe. Das ist jetzt möglich. Das weiß ich nicht. Das werden wir vielleicht jetzt sehen. So, legendäres Festmahl werden wir einmal zubereiten, in der Hoffnung, dass das Spiel dann sagt, hier, super geil gemacht und so. Wäre geil. Ich habe ja versucht, oft mal so ein bisschen alles zu kochen. Das sieht nicht so gut aus. So, irgendwas werden wir wohl vergessen haben. Bitter. So, da fangen wir mal unten an. Brutzeln mal die Beerenmarmelade. Genauso wie den Sandwich. Den einfachen Salat habe ich schon gemacht, das weiß ich eigentlich. Ja, vielleicht habe ich auch ein Rezept vergessen. Ich mache ihn trotzdem mal. Pilz allerlei haben wir eigentlich auch sicher gemacht. Kräuterfilet mal. Also alles einmal durchbrutzeln, da gibt es auch nochmal einen Erfolg. Keine Ahnung. Wie gesagt, kann sein, dass ich da auch irgendwas verpasst habe. Was könnte ich da nicht hergestellt haben? Sowas, oder? Herzhafter Eintopf stelle ich jetzt nicht zwingend her. Ja, dann halt alles mal durchkochen. Was weiß ich, was ich da jetzt eventuell vergessen habe oder halt irgendeinen, Lasagne Gruppe, LP Gruppe habe ich sicherlich auch nie gemacht. Gut. Ich gehe stark davon aus, dass ich eigentlich alles habe. Es kann sein, dass ich halt... Ich kriege das jetzt hier nicht weg, ne? Doch, ich kann... Moment. Hier, ich kann mir die hier reinziehen, ne? Ich schaue mir die jetzt einfach mal rein und dann gucken wir mal. Dann bastel ich da noch ein paar und dann gucken wir mal, ob ich die richtigen dabei habe. Ob es noch klappt oder nicht. So, was habe ich vermutet, was es ist? Hier, so LP Verbündeter Champion Omelette. Keine Ahnung. Machen wir mal. Alles, was so LP gibt. Lasagne. Kann sein, dass ich die auch nie hergestellt habe. Ja, können wir eigentlich von oben nach unten dann doch mal kochen. Komm, was ist dann? Hier, das Ding da. Vielleicht diese ganzen LP-Sachen. Oder mir fehlt halt was. Das kann halt auch sein. Herzhafter Eintopf haben wir. Ja, Pilzsuppe. Gut, da fange ich noch oben an und dann ist es mir egal. Da habe ich vielleicht irgendwas übersehen. Wer weiß, keine Ahnung, bla bla. So, heilt K.O. die Poutine. Vielleicht habe ich auch sowas nie hergestellt. Was ist das? 100% MP-Verbündete habe ich sicherlich hergestellt. Aber egal, machen wir mal. Und das Ding hier auch. Na, das sieht schlecht aus. Vielleicht habe ich irgendwo... Ah ne, da haben wir es. Wunderschön. Kulinarische... Vollständigkeit, alles klar. Koche jedes Rezept mindestens einmal. Habe ich dann anscheinend auch nie gemacht. So, dann können wir das ganze Ding da abspeichern. Auf 1, 4 und 7.
So, das war's dann. Dann haben wir wirklich, denke ich, alles im Spiel gesehen. Zumindest mal, was die Erfolge hergeben. Da können wir auch noch ganz kurz gucken, was haben wir da alles gemacht hier. Was sind die Erfolge des Spiels auch? Also das, was wir gerade gesehen haben, alles kochen, hier das Spa benutzen, das Ganze, die ganzen Quizpakete machen, haben wir gemacht. Jo, muss man halt die verschiedenen Pakete da finden. Dann Speise im goldenen Pelikan ist die Endquest von Gaal, wenn er wiederbelebt ist, wenn man die 60 Regenbogenschnecken hat. Finde alle Schätze, ist eigentlich easy durch diesen Vogel, den man da aktivieren kann. Besiege den Flashmancer, also alternatives Ende. New Gaal Plus ist halt, wenn Gaal wiederbelebt wird. Hier alle Meeresschnecken bei Myrna abgeben, auch die Endgame-Nebenquests sozusagen, schalte alte Kombos frei, ebenso ist auch in allen Kisten und so weiter beinhaltet. Besiege die Waffengöttin ist die Serai-Nebenquest, alle Lagerfeuergeschichten muss man halt nach und nach sammeln. Wichtig ist da nach dem Eremit des Schmerzens, also vorm Endboss praktisch, dass man da nochmal ans Lagerfeuer geht und mit allen Leuten quatscht, weil da gibt's auch diese Reihe Nebenquest-Sache da mit dieser Geschichte halt, die man dann bei Teeks auch einlösen kann. Und dann auch die Herzog Aventri-Nebenquest ist das hier, besiege die Seeschnecke. Ist auch eine Nebenquest nochmal, die auftaucht. Der normale Endboss, den wir hier besiegt haben, besiege den Ältesten des Nebels, ist, wenn man alle diese komischen, wie hießen die wieder, Sonnenwendschreine macht. Dann Krustallion ist Endgame in der Glastiator oder Glastiator ist Endgame oder ist die Arena halt eben, wenn man auch die Nebenquest freischaltet, Eremit der Schmerzen macht man ganz normal im Storyverlauf. Besiege die Uhrmacherin im Räderspiel, ist also die letzte Räderspielerin, wenn man alle bespielt hat. Handy ist auch Storykram. Hier ist Myrt oder in Myrt alle Geschäfte eröffnen und so, das habe ich ja auch dann gezeigt. Ich wollte es mal mit euch nochmal durchgehen, vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant. Es ist dann wirklich die letzte Folge heute. Dann hier die Triumvirat, Eminenz, Storykram, besiege Meduso ist glaube ich auch Storykram. Hier alle Fische einmal fangen ist eigentlich nicht so schwer. Das hier ist auch Storykram. Nimm an der Zeremonie teil, der Kriegerkoch ist auch Storykram. Krötenkahn müsste eigentlich auch Storykram sein. Jetzt kommt wahrscheinlich viel Storykram, den man automatisch macht hier. Genau, Blattmonster und so weiter. Eremiten der Qual, finde das Amulett der Sonne, erbaue deine eigene Stadt. Stormcaller, jo, das scheint alles normaler Storykram zu sein. Ich gucke nochmal gerade. Besiege die chromatische Erscheinung, Streckquest. Da bin ich mir unsicher, müsste das sein, ist auch Storykram. 50 Schlösser halt knacken, ist ja auch easy, macht man im normalen Storyverlauf locker easy. The Moonerang 25 Mal zurückschmeißen und besiege den Boss der verbotenen Höhle. Jetzt haben wir natürlich noch eine geheime Quest und das ist 10 Bosse schaffen und deswegen habe ich auch gerade abgespeichert muss nicht zwingend im New Game Plus sein, aber dann, wenn man die diese Reihennebenquest gemacht hat, bekommt man, das ist ja relativ gegen Ende, dann bekommt man jetzt kann ich hier irgendwas aktivieren, warum sind die Helden da interessant? Ich gehe mal jetzt einfach hier auf 4. Ist ja das Gleiche, ne? Ja, genau. Falls er da irgendwas löscht und so. Deswegen bin ich auf 4 gegangen. So, jetzt kann ich hier nochmal Hauptheld aussuchen. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? So. Achso. Warum das interessant ist. Welche Helden da dabei sind. Keine Ahnung. Jo, bla bla. Kann auch sein, dass es gar keine Rolle spielt. Wahrscheinlich. Ich habe auch wahrscheinlich nicht alle Helden von Anfang an. Mal gucken, was wir jetzt überhaupt haben. Bla bla. Ich denke, oder so wie ich gehört habe, im New Game Plus soll sich nichts ändern. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, sollte das doch so sein. So, hier, das ganz normale bla bla. Der Archivar und hin und her. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Kann ich vielleicht noch gleich gucken, ob sich im New Game Plus noch irgendwas ändert.
aber so wie ich gehört habe, nix. Außer, dass man halt, wie gesagt, das raffinierte Spiel relativ spät freischaltet. Und kann sein, dass vielleicht der ein oder andere Dialog hier ein bisschen anders ist oder sowas. Jo, Flashmensa. Bla. Jo, naja, das ist alles normales Blabla. Jo, und wie gesagt, in der Serai-Nebenquest am Ende, ich hätte es fast übersehen, kann man ja auch noch eine Kiste mitnehmen. Und dort ist das raffinierte Spiel drin, was man ursprünglich in der Demo in der ersten Stadt da kaufen konnte, bla bla, hin und her. Und jetzt muss ich halt immer vor Bossen oder generell gibt es ja immer Speicherstände. Ich kann also ganz normales Spiel speichern mit den normalen, spielen mit den normalen Relikten und so weiter. Und vor Bossen muss ich dann halt eben, ja, laba laba, rababa, bla bla, hallo, jo, ist ja gut jetzt. Muss ich dann halt das raffinierte Spiel anschalten. So, die Gegner sollen hier super weak sein, wenn ich da richtig informiert bin. Ja, ist direkt kaputt. Ja, bla bla. Die sind halt jetzt super stark. Ich weiß nicht. Achso, guck mal. Achso, ich komme noch nicht ins Inventar. Wir werden es gleich sehen. Enterhaken habe ich auch nicht. Ja, also wir gehen ein ganz normales Spiel wieder durch. Und wie gesagt, dann die Relikte aktivieren und so. Gucken wir mal, ob der auch jetzt direkt umfällt. Ah, nee. Warum bin ich so weak? Was geht denn ab? Ah, hier unten. Die LP-Kombo, alles ist schon da. Ah, hier. Sagt er jetzt Sonnenball, bitte machen. Alles klar, machen wir. Tschüss. Vielleicht war ich deswegen so schwach. Seel, was gefunden? Bla, gehen wir noch rüber. Jo, bla bla. Also wie gesagt, ein richtig cooles Game. New Game Plus scheint nicht wichtig zu sein. Aber wie gesagt, das werde ich gleich dann noch euch sagen. Ich werde es noch ganz kurz recherchieren. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, falls es nicht stimmt, was ich da sage. Es scheint wohl so zu sein, dass es wirklich hier für den Erfolg des raffinierten Spiels dann halt sinnvoll ist, nochmal ins New Game Plus zu gehen, die ganzen Anfangsbosse da zu machen. Vielleicht mache ich das auch jetzt, keine Ahnung, vielleicht heute Abend, die Tage, wie auch immer, um halt den letzten Erfolg dann freizuschalten und das Spiel zu platinieren, keine Ahnung, mal gucken. Ja, jetzt fallen sie direkt um. Warum mache ich nur 51 Schaden? Was geht denn ab? Ich will meine Ausrüstung sehen. Die Frage ist auch, kann ich hier alle Schatztruhen nochmal finden und so ein Kram? Geht das überhaupt? Habe ich den Krempel noch? Ja oder nein? Das werden wir jetzt gleich vielleicht feststellen. Laba laba, jetzt kommt unser Koch, oder? Boss kommt noch keiner. Der kam ja, konnte man ja auch an den Erfolgen eigentlich ablesen, dann in der verbotenen Höhle, glaube ich. Kommt dann das erste Mal einer. Jetzt kommt er da aus dem Busch rausgebrettert, oder? War das nicht so? So, komm, mach was. Hallo. Aber wie gesagt, ein cooles Game. Macht auf jeden Fall richtig Laune. Hat richtig Laune gemacht. Ich bin euch mega dankbar dafür, dass ihr hier bei mir reingeschaut habt, dass es euch Spaß gemacht hat. Eventuell der ganze Krempel hier. Oh, der Anfang hier ist ein bisschen zäh jetzt, ne? So, da sind sie alle. Haben sich aufgemacht zur Höhle. Jo, alles klar. Laba, laba, laba. Wir sind noch nicht frei im Spiel. Das ist echt traurig. Bitter, bitter, bitter. Jo, laba. Alles klar. Wäre cool, wenn ich irgendwann die Relikte noch aktivieren dürfte. Jo, super, geil. Mega. Ja, ist schon viel Blabla am Anfang. So, jetzt kann man hier noch irgendeinen Speicherstand da überspeichern. Ich mach mal den hier, das 6er. Mal gucken, wie der angezeigt wird. Ah, hier, New Game Plus. Ja, wird dann halt so noch angezeigt mit dem Stern da. Gut. Weiß man Bescheid. Brettern wir hier raus. Dann kommen die Brewgraves und Dingens, labern uns voll. Da müssen wir, glaube ich, hoch in die Schule oder sowas. Kommt das jetzt alles noch? Muss ich das alles machen? Nee, bitte nicht. Krieg ich ja die Vollkrise. Oder? Ey, nee, komm, Leute. So, hier, genau. Laber, laber. Supergeile Zwischensequenz und so weiter. So, was geht denn ab? Ich würde sagen, ich cutte ganz kurz. Ich laufe jetzt ein bisschen weiter im Game und ja, werde euch dann berichten, wie es aussieht. Werde das auch kurz recherchieren, werde ein bisschen weiter zocken, dass wir an eine Stelle kommen, wo das halbwegs interessant ist, was hier abgeht. Dass ich nicht die ganze Zeit hier irgendwelche Dialoge durchklicken muss und wir irgendeinen Schrott nochmal machen müssen.
Jo, und jo, ich freue mich drauf. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Jo, Hallöchen, hier bin ich nochmal. Also, jetzt ein bisschen weiter im Spiel. Alter, ist das viel Blabla hier am Anfang, brutal. Man sieht hier, die Regenbogenschnecken habe ich zum Beispiel behalten. Die müssen wir nicht wieder suchen. Auch muss ich eigentlich die Schatztruhen ja nicht mehr suchen. Bringt eigentlich gar nichts. Ich habe alle Rezepte ja generell eh noch. Und ja, brauche die ganzen Waffen und der ganze Krempel nicht mehr. Das behält man auch alles. Ich habe die Helden auch dementsprechend schon equipped. Ja, und jetzt geht es halt hier noch ums raffinierte Spiel. Minus 95% LP, Gegner, bla bla. Und wir machen mehr Schaden und so weiter. Und man kann das auch noch mit anderen Sachen verbinden, dass man zum Beispiel hier mehr HP hat oder sowas und so weiter. Oder hier verringere den erlittenen Schaden und so. Ich lasse es jetzt mal so und dann können wir mal scheitern. Weil ich glaube, jetzt hier am Anfang kam ja direkt ein Boss. Und ich denke, dann ist das soweit klar. Achso, wir müssen den Stein noch einsetzen da oben. Den Stein habe ich jetzt hier in der ersten Schatztruhe gefunden. Es ist trotzdem irgendwie schon... Oh. Da kommen ja zuerst noch normale Gegner. Okay, dann machen wir die auch noch weg. Mal gucken, vielleicht kriegen wir die ja ganz easy weggemacht. Hier, Sprintschlag. Die haben ja keine HP und so. Achso, ich wollte gerade sagen, warum habe ich so wenig Leben? Nee, ist klar. Gut, kann man halt alles wegballern. Hier, XP machen wir auch noch weiterhin. Alles klar. Und jetzt kommt halt hier der erste, glaube ich, richtige Boss. Oder war das nicht so? Das war doch hier, oder? Ja, mit den ganzen Grundlagen und so weiter noch. Ah, da gibt es auch noch irgendein Item oder was auch immer wir da hinten finden. Oder dass es hier generell weitergeht. Der Portstein oder so. Kunstvoller Stein. Ja, müssen wir hier wieder einsetzen. Okay, Senafen wieder rum. Jetzt können wir ja mal gerade gucken, was die unseren Damage machen hier. Selbst wenn wir hier... Okay, ja, selbst das geht hier noch. Ist ja noch easy. Ja, ich denke, dann ist die Sachlage klar, ne? Pack mal locker. Ja, man kann weiter leveln. Angeblich soll es schwerer sein, der ganze Kram. Also vielleicht leicht schwerer, als es normal war. Das kann sein, aber trotzdem kommt man da ja easy durch. Im New Game Plus soll sich sonst, glaube ich, nichts weiter ändern. Im Internet steht zwar von wegen alternatives Ende und so, aber das ist das, was wir eh schon genommen haben. Kam hier nicht am Schluss irgend so ein... Ah, hier wird ja hier gerade benannt. Es ist auch interessant, sage ich mal, also der Wirt war, glaube ich, der erste Boss, der erste richtige Boss, glaube ich, oder? War das nicht so? Erscheint er jetzt einfach? Ah ja, da ist er, ja. Gut. Prüfungsmodus aktiv, bla bla. Und jetzt können wir mal gucken, wie das jetzt klappt. Vielleicht scheitern wir jetzt direkt. Zugewiesene Schwäche physisch. Gut, er wird hier als normaler Gegner angezeigt. Und da haben wir ihn schon weggebollert. Okay, das könnte wirklich easy werden. Man muss halt nur dran denken. Also wenn das jetzt wirklich ein Boss war. Ansonsten haben wir ja das Schneckending da am Anfang. Hier jumpen wir runter. Hier, Typi sagt wunderbar. Ja, das ist es im Prinzip. Das war's. Es ist schon interessant, sich den Kram hier am Anfang auch nochmal reinzuziehen. Hier mit der Keksdose und wie sie dann chillen und essen und so. Manchmal betrifft mich das Spiel dann doch schon so herzmäßig, sage ich mal, dass ich sage, wow, krass. Also gerade, dass Gal sich da hochgearbeitet hat, da hochgeklettert ist und irgendwie die Keksdose da abgelegt hat mit dem Brief oder auch mit seinem Opfer des Auges, als er sich da zwischen Sale und... die Schnecke da geschmissen hat, was eventuell schon ganz früh im Spiel bedeutet hätte, dass unsere Helden scheitern, wenn der von hinten erstochen worden wäre. Und so, es ist halt ganz geil, um nochmal das ein oder andere Detail aufzugreifen. Ist auf jeden Fall richtig nice. Ja, jetzt werden wir hier rausgeschickt, da in die Höhle und so, und dann geht das Spiel eigentlich richtig los. Wie gesagt, dann müssen wir mit raffiniertem Spiel da irgendwie Amulett, ja genau, hier der ganze Kram, die Relikte und so haben wir ja schon. Müssen wir halt das ganze Spiel nochmal durchspielen. Ja, ob es jetzt noch konkret irgendwas bringt, hier sehen wir die Schatztruhen, aber die Regenbogentruhen sind weg. Wenn wir irgendwann zurückkommen, können wir uns halt den Kram da holen und so. Ob es sonst irgendeine Auswirkung hat, jo. Ich glaube nicht. So, verbotene Höhle, hier können wir jetzt auch abspeichern, also irgendeine Auswirkung hat, das New Game Plus hier weiter zu zocken, keine Ahnung.
Ich kann mir es nicht vorstellen, außer halt diesen Erfolg. So habt ihr es mir auch in die Kommentare geschrieben. Wahrscheinlich ist es so, dass die das irgendwann gepatcht haben. Dass die irgendwann gesagt haben, okay, man kann schon im normalen Spiel das Endgame, Postgame, wie auch immer, dann schaffen irgendwie. Und das war vielleicht nicht von Anfang an so. Und jetzt ist es eben so. Wir können doch gerade hier den ersten Kampf mit raffiniertem Spiel da uns reinziehen. Jo, ich laufe jetzt einfach mal durch. Hier könnten wir, ja, das können wir jetzt noch nicht den Stein wegstoßen. Und hier mal gucken, ob das jetzt weiterhin so easy klappt oder eben nicht. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Mit 10 HP gehen wir hier richtig steil. Jo, da erlebt er noch. So, nochmal Erfahrungspunkte und Gold. Ja, genau, die Gegner, die irgendwie Magie wirken, kann man ja nicht besiegen. Das ist noch so ein Unterschied hier, ne? Kann ich hier, was ist da? Kann ich da was machen? Nee. Gut. Jo, ich würde sagen, das war's dann soweit. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch die große Erkenntnis da irgendwie bekommen. Gut, keine Ahnung, wie ich hier rüberkam. Ist ja, achso, ich muss es ganz runterlaufen lassen. Ja gut, alles klar. Das war's von meiner Seite. Ich laufe da jetzt nicht mehr durch und mache noch irgendeinen Boss und so. Ich denke, die Sachlage ist klar. Ich speichere das ganze Ding jetzt hier so ab und lasse es so liegen. Mache das vielleicht irgendwann mal off-camp für mich. Das war Sea of Stars auf meinem Kanal. Wie gesagt, Erfolge, alles gesehen. New Game Plus, alles gesehen. Das hier ist das mit den 10 Bossen, die man da noch irgendwie machen müssen. Die Regenbogenschnecken behält man. Man behält auch sämtliche Waffen und Ausrüstung und so weiter. Eigentlich ganz fair. Und natürlich auch die Rezepte und so. Also man kann durchaus ins New Game Plus gehen. Auch wenn man noch nicht ganz durch ist zum Beispiel, dann kann man auch auf Level 30 aufleveln und so weiter. Die Skills bleiben sogar auch am Start, sehe ich gerade. Hier Mondschild ist auch schon direkt am Start. Also wenn ich auch Mondschild jetzt nutze und so, wird es ja auch dann easy, ne? Regenbogenschnecken sind am Start und so weiter und so fort, ne? Die ganzen Relikte sind da. Wunderbar. Jo, das war's von meiner Seite. Ich glaube, da ist nicht mehr dazu zu sagen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ich irgendwas übersehen haben sollte. Ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen. Mega geiles Game. Ich kann es echt nur empfehlen, auch vielleicht das New Game Plus durchzuziehen. Mir ist das jetzt zeitlich mit den ganzen Let's Plays, die ich am Start habe, ist mir das zu krass, was euch jetzt New Game Plus oder da irgendwelche Bosse euch noch zusammenschneiden. Ich denke, es ist klar, mit Mondschild, mit Serai, mit den Relikten ist das eigentlich easy machbar, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann ist man auch schon so erfahren in dem Spiel und so gut auch, dass das kein Problem eigentlich darstellen sollte, glaube ich zumindest mal, wenn man es bei den richtigen Bossen macht. Die schweren Bosse kann man ja das Relikt auch wieder deaktivieren und manche Bosse, die weiß man ja, die waren recht leicht, waren sehr eintönig in den Angriffen oder haben immer nur einen Helden angegriffen, da fällt der halt tot um im Notfall und man kämpft einfach normal weiter und macht Damage ohne Ende. Jo, alles klar, das war's dann soweit. Ich wünsche euch was, irgendwie ist ein bisschen Wehmut dabei, dass jetzt Schluss ist. Aber so ist es nun mal. Das war Sea of Stars auf meinem Kanal. Wenn ein DLC oder so erscheint, bin ich natürlich am Start und werde davon berichten und werde das auch machen. Freue ich mich schon drauf, wenn das so sein sollte. Ansonsten schaut gerne in meinen anderen Projekten vorbei. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch was. Habt eine schöne Zeit. Habt eine schöne Zeit auf meinem Kanal. Lasst ein Abo, Like, Kommentar da. Wäre mega nice. Gerade zum Abschluss. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.